Hallo. Hallo. Wir melden uns heute zurück vom White Beach in Marlborough. Wir wollten euch jetzt mal nur kurz auf den Laufenden halten, da ihr es normal von uns gewohnt seid, dass wir relativ viel unternehmen. Ja, ist hier ein bisschen anders diesmal auf den Philippinen. Ja, wir machen es eher mehr relaxter. Ja, wir haben jetzt einfach schon nach 14 Monaten so viel rumreisen, immer was unternehmen und so weiter. Wir wollten uns jetzt hier quasi, wir wollen eigentlich im Prinzip nur Urlaub machen, nur ein bisschen Strand. Wir machen zwar schon manche Kleinigkeiten, aber ja, nicht so viel. Wir sind jetzt auch insgesamt ja, knapp 3-4 Wochen hier. Ja, okay. Sowas bleiben wir insgesamt und danach gehen wir weiter nach Thailand. Da gibt es dann sowieso noch eine Überraschung für euch. Ja. Ja, da freuen wir uns schon sehr. Und werden wir, weil in Philippinen ist es ein bisschen, gehen wir noch ein Stück weiter. Ist also vom Durchreisen her ein bisschen schwieriger. Es gibt zwar sehr, sehr viel zu sehen, aber man müsste halt immer auf die nächste Insel weitergehen. Und immer, ja, also entweder fliegen oder mit der Fähre, wenn es überhaupt geht mit der Fähre, je nachdem. Und dann, ja. Und? Haben wir jetzt gar nichts. Da wir Marlborough eigentlich wirklich gut finden und das uns sehr gut gefällt, deswegen haben wir gesagt, bleiben wir einfach hier. Genau. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Jemand gefunden? Hallo, hab niemand gefunden. Wir wollen den Schlüssel noch zurückgeben, aber ich werde ihn jetzt einfach hier hinlegen. Bei uns geht es jetzt wieder weiter. Yeah! Und wo gehen wir hin? Verraten wir euch noch nicht. Aber wir haben hier noch was, das wollen wir vielleicht empfehlen hier. Unterkunft, wie wir ins Nepal hat. Yeah. Also wenn ihr als Low-Budget-Traveler unterwegs seid wie wir, für eine lange Zeit könnt ihr hier gutes Geld sparen. Und ist gleich am Strand ziemlich okay. Also. Ja, natürlich war echt jetzt schön. Kein hochkomfortables Zimmer, aber in Ordnung eigentlich. Völlig in Ordnung. Ja, schaut mal bei uns auf der Internetseite vorbei. Wir machen da, gibt es jetzt immer mehr Berichte und wir hauen da immer unsere Unterkünfte rein und so weiter, falls euch interessiert. Ja, wir sind ja sehr günstig immer unterwegs. Falls ihr da gleiche Interessen habt, schaut mal vorbei.
wir hauen das alles auf die Internetseite. Wir sind nur ein bisschen hinten dran, also es ist sehr viel zu tun. Also bis später. Okay, jetzt ist meine Laufkunde. Wir hoffen, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann denkt auch bitte daran, uns den Daumen nach oben zu geben. Das bedeutet uns wirklich mehr, als ihr glaubt. Unsere Weltreise geht weiter und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wenn ihr keine zukünftige Folge verpassen wollt, abonniert einfach kostenlos unseren Kanal. Bis dahin tut euch selbst etwas Gutes, denn ihr habt es verdient, glücklich zu sein. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.